So, und weiter geht's auf Mission von Miranda. Dieses Medaillon enthält ein Bild mit einer Asari und einem männlichen Menschen. Es sieht nicht teuer aus, aber ist bestimmt von sentimentalem Wert. Also, Müll. Nee, eigentlich was Gutes. Sentimentales ist immer Gutes. Habe ich auch ein paar Sachen von. Die wertlos erscheinen, die aber richtig wertvoll sind für mich. Die stehen bei mir im Schrank. Ah, ein Medigel. Ich wusste es. So, von hier kamen wir theoretisch nicht. Ja, das ist natürlich sehr krass gewesen, ne? Das war Action. Aber die Action ist jetzt vorbei. Ich kann nicht glauben, dass Niket mich verkauft hat. Ich habe es nicht mal kommen sehen. Jeder macht Fehler. Und der passiert ihn bestimmt nicht nochmal. Warum hat er zugelassen, dass ich ihn töte? Er hätte weglaufen können. Er hätte behaupten können, die Daten irgendwo eingelagert zu haben. Aber er stand einfach nur da. Das einzige lose Ende. Er wusste, was ich dann tun musste. Los, weiter. In Ordnung. Kein Zeichen von Eclipse. Anscheinend alles in Ordnung. Da ist sie. In Sicherheit. Mit ihrer Familie. Kommen Sie, wir sollten gehen. Okay, gehen wir. Ein bisschen bitter, naja. Egal. Jetzt machen wir einen guten Run, spätestens alles wieder zurück und gut. Mirandas Schwester und Familie wurden erfolgreich nach genauer Ort unterdrückt verbracht. Neue Arbeitsstelle der Mutter schert sorgenfreien Lebensstandard. Werde Oriana nur aus Sicherheitsgründen weiterhin beobachten. Miranda Lawson ist für Cerberus zu wichtig und Orianas Wohlbefinden ist der einfachste Weg zur Sicherung ihrer Loyalität. Miranda Cerberus gegenüber weiterhin loyal und vertraut jetzt Shepard. Natürlich jetzt auch mit Zeug. Ein biotischer Schmetterangriff, der für beträchtlichen Schaden verursacht. Schön. Damit hätten wir eine weitere Person auf unserer Seite. Ich bin gut, ne? Ich fürchte allerdings, das gibt ein paar Vorbildspunkte. Verschiedenheit. Würden Sie bitte eingreifen, bevor die beiden das Schiff zerlegen? Na toll. Ich kümmere mich darum. Machen Sie ein paar Fotos. Wenn Sie mich anfassen, verteile ich Sie auf der Wand, Schlampe! Es reicht! Schluss jetzt, alle beide! Der Cheerleader gibt nicht zu, dass Cerberus' Experimente an mir falsch waren! Das war nicht Cerberus, nicht wirklich. Aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich! Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben. Vielleicht sollte ich es Ihnen mal zeigen. Ihr zählt ausschließlich meine Entscheidung. Sie beide werden sich immer ein Deck voneinander entfernt aufhalten. Man kann ihr nicht trauen, Shepard. Sie wird die gesamte Mission gefährden. Falls wir das hier überleben, können Sie beide sich gern in Stücke reißen. Aber bis dahin sparen Sie sich Ihren Hass für die Kollektoren auf. Sie wird überleben, dafür sorge ich schon. Und dann reiß ich sie eigenhändig in Stücke. Kommen Sie beide jetzt klar? Es ist gut, dass Sie rechtzeitig vorbeigekommen sind. Solange sie ihren Job macht, ist alles in Ordnung. Danke, Shepard. Hm. 15 Abdringlichkeitspunkte.
Just for fun. Ich kann nicht glauben, dass die Kollektoren früher Proteaner waren. Ich habe mir die Proteaner immer ziemlich majestätisch vorgestellt. Gut, dann können wir ja uns jetzt wieder ins Informationszentrum begeben. Sie haben neue Nachrichten. Nee? Unglaublich. Was? Da muss ich mal kurz gucken. Dadurch wird das Scannen von Planeten deutlich beschleunigt. Ja, natürlich nehme ich das. Einfach mal so. Und stellen fest, scheiße. Ja. Gehen wir mal durch, was wir nehmen können, nehme ich mit. Da. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Ja, Commander. So, nee. Teamstatus. Zack, loyal. Schupp, Outfit. Gewechselt. So, entfehlen uns nur noch 4. Tali und Jacob werden schwierig. Ich denke mal, dass Dane nicht so schwer sein wird, weil ich glaube, die Mission, die endet dann zwar tödlich, meine ich, aber ist nicht ganz so schwer. Gut. Ein Platz ist halt frei, aber naja, egal. Das wird uns vielleicht am Ende ein bisschen zwicken. Gut, ich würde sagen, wir helfen dann erstmal Jacob. Dum dim dum 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 dum. Wir können ja mal gucken, was das mit dem Beschleunigen auf sich hat. Dann nehmen wir doch einfach mal diesen Mond hier. Ja, zumal es hier auch schön Element Zero gibt. Starte Sonde. Der Planet heißt Laban. Was für ein Scheißname. Sonde unterwegs. Unsere Vorräte sind total leer. Es wird Zeit, wieder sie aufzufüllen. Ja, da warst du gerade. War es gerade und jetzt habe ich es verloren. Toll. Typisch. Sonde gestartet. Da muss die EZ noch dabei sein. Jo. Soviel zum Thema, es wird beschleunigt. Das Gefühl habe ich nicht. Sonde gestartet. Starte Sonde. Ich glaube, jetzt habe ich... Nee, noch nicht ganz. Fast 100.000 Palladium. So viel werde ich wahrscheinlich nie wieder brauchen. Also Palladium ist eigentlich total irrelevant mittlerweile. Jetzt habe ich 100.000. Ja, doch noch nicht. Ja, reicht mir. Ich will jetzt nicht 50 Jahre mit das verbringen. Alpha Draconis, da fliegen wir jetzt hin. Mhm.
So, und nach 2175 Eier. Eier. Anomalie geortet. Dieser abgelegene Planet, benannt nach einer Asari-Wissenschaftlerin, war anscheinend auf der Liste mit den verbotenen Massenportalen, die in unforschten Gebieten führen. Die wenigen verfügbaren Daten stammen von einer Sonne, die im Vorbeiflug von zwei Planeten berichtet hat, die einen weißen Zwerg umkreisen. Ihre eigene Scans liefern weitaus interessante Ergebnisse. Der Planet befindet sich innerhalb der Lebenszone des Sterns. Er verfügt über Ozeane mit Flüssigwasser und eine dünne Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, die zu dem dortigen Pflanzenleben auf Kohlenstoffbasis passt. Es könnte sich um eine noch unerforschte Gartenwelt handeln. Umlaufzeit 7,3 Erdjahre, Radius bla bla bla. Gestartet. Da ist EZ, deswegen. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Nein. Na gut, dann. Aber Gott, ist das viel. Unterwegs. Das nutze ich jetzt mal im Aus. Sorry dafür, dass ich das jetzt hier einblende, aber das ist ja ordentlich. Sonde gestartet. Ding, 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 ding. Sonde gestartet. Boah. Starte Sonde. Viel Zeug. Sonde unterwegs. Also wenn ich hier fertig bin, geht's runter zu Jacob. Starte Sonde. Wer halt alles mitnimmt von diesem Planeten, was geht. Das lohnt sich ja doch. Sonde gestartet. Ja, wir haben 100.000 Palladium. Unterwegs. Platin ist auch gut. Mehr Platin. Platin, 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 Platin. Ich will den Planeten auf Mittel bringen. Sonde unterwegs. Auf niedrig. Ja, gut ist schon besser. Bevor ich heute lande, will ich den ganzen Planeten ausnehmen. Sonde gestartet. Keine Ressourcen mehr vorhanden. Ach shit. Sonde unterwegs. Ah, wird die Ausbeute klein. Ah, hat er doch mitgenommen, cool. Starte Sonde. Schmeißt in diese Ressourcen einfach nur irgendwo klein. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Ja, guckt euch die ganzen Dinge an, ey. Sonde. Aber ihr seht ja selbst. Abgebaut. Das ist gut. Okay. Der ist gefilzt. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben viele Ressourcen dadurch bekommen. Wir können zwar nichts weiter erforschen, weil uns das Zeug, weil es noch mehr Materialien fehlen, aber naja. Wir nehmen Wir nehmen Jacob mit und ausnahmsweise mal wieder Said. Bisschen Kampfstärke schadet nicht. Fast Maximum. Wir haben Level-Up gehabt zwischenzeitlich. Das finde ich gar nicht mal so schlecht.
Das finde ich gut. Das war die Gruppenkryo. So. Die klingt spitze. Warp-Geschwindigkeit aktivieren. Ja, da haben wir das Schiff. Die... Können wir das hier lesen? Ne. Den Namen kann ich nicht lesen. Gensaug oder sowas würde ich da... Gens. Ich kann es echt nicht lesen.